Wir alle hören immer, ja, Wasser, viel Wasser trinken ist wichtig, dies, das, man sollte viel Wasser trinken. Aber was stimmt überhaupt? Sollte man wirklich viel Wasser trinken? Und wenn ja, wie viel ist überhaupt gut? Hallo und herzlich willkommen YouTube zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und heute geht es ums Thema Fitness, denn wir haben Montag. Ja, und zum Thema Fitness gehört eine Menge mehr, als man eigentlich denkt. Zum Beispiel die Ernährung, die einen Riesenteil einnimmt. Einige sagen 70%, einige sagen 80, 90 oder so, sogar noch mehr. Und ich bin der gleichen Meinung. Mindestens 70%, 80% unserer Fitnesserfolge erzielen wir nur durch vernünftige Ernährung bzw. durch überhaupt einigermaßen angepasste Ernährung. Natürlich, je weiter wir sind, je mehr wir erreichen wollen und in je höherem Level wir bereits stehen, desto mehr ist die Ernährung ein wichtiger Faktor. Weil ich finde, am einfachsten kann man sich das einfach vorstellen, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt. Beim Fitness zerstören wir ja unseren Körper. Wir erreichen ja durch Muskelbeanspruchung kleine Muskelfaserrisse oder Muskelrisse, die dann im Körper durch Proteine etc. aufgefüllt werden. Dadurch wächst der Muskel. Das heißt, unser Körper ist ja quasi eine Baustelle. Und eine Baustelle kann nicht aufgebaut werden, wenn unser Körper nicht die Stoffe hat, die zu dem Muskel gelangen müssen. Und das ist nur ganz simpel erklärt. Natürlich spielen tausende, hunderttausende Faktoren, hunderttausende Punkte in unserem Körper einen wichtigen Punkt, wenn es ums Thema Fitness bzw. ums Thema Muskelaufbau geht. Aber das nur mal als kleinen Teil. Und was auch extrem wichtig ist, ich denke, das ist auch selbsterklärend, ist Wasser. Wir alle hören immer, ja, Wasser, viel Wasser trinken ist wichtig, dies, das, man sollte viel Wasser trinken. Aber was stimmt überhaupt? Sollte man wirklich viel Wasser trinken? Und wenn ja, wie viel ist überhaupt gut? Unser Körper, beziehungsweise der eines menschlichen ausgewachsenen Individuums, beträgt zu 50 bis 60% aus Wasser. Ganz oft wird was von 90% gesagt. Ist ein bisschen übertrieben. Ich meine, allein unsere Muskeln bestehen ja schon, sind ja schon ein Großteil unseres Körpergewichts. Beim Erwachsenen ca. 50 bis 60% wird gesagt. So, das ist schon mal eine ganze Menge. Klar, es wird in einigen Fällen gesagt, dass es mehr ist, aber ich bin der Meinung, 50 bis 60% ist schon eine Menge. Und wie viel sollten wir überhaupt trinken? Es wird gesagt, dass unser Körper am Tag zwischen 2 und 3 Liter verbraucht. Das heißt, durch normale Aktivitäten, auch wenn wir schlafen, wenn wir schwitzen, wenn wir uns mal ein bisschen schneller bewegen und wenn wir uns langsamer bewegen, wir schwitzen quasi durchgehend. Unser Körper spült die ganze Zeit mit Wasser durch und wir müssen ja auch eventuell ab und zu mal auf die Toilette. Toilette, auf die Toilette. Da scheiden wir natürlich auch einiges an Wasser aus und das muss wieder reinkommen. Natürlich nehmen wir durch Nahrung und durch andere Nahrungsmittel Wasser auf, beziehungsweise Feuchtigkeit. Aber das reicht natürlich nicht und deswegen müssen wir uns noch sekundär Wasser zuführen in Form von Flaschen, in Form von einfach nur Wasser trinken. Viele Leute trinken viel Saft oder auch andere Getränke, wie beispielsweise Cola, Fanta, Bier, was auch immer. Aber die bestehen natürlich zum großen Teil aus Wasser, aber natürlich auch aus vielen Nebenbeistoffen oder Nebenstoffen, die damit herkommen. Meistens ist es Zucker oder sowas in der Art. Soll jeder machen, wie er möchte. Meiner Meinung nach ist Wasser und Tee das Wichtigste. Manchmal ein Kaffee ist okay. Aber ich bin beispielsweise überhaupt kein Freund von gezuckerter Cola. Vielleicht kennt ihr das früher. Mein Zahnarzt hat mir immer ein Nutella-Glas und auch mal eine Cola-Dose gezeigt und gezeigt, wie viel Zucker da wirklich drin ist. Weil man hört immer so, ja, auf einen Liter 10 Gramm ist ja nicht viel. 10 Gramm ist ja nur so ein kleines Häufchen, aber es ist immer noch eine Flüssigkeit. Wir nehmen das auf, ohne das überhaupt wirklich wahrzunehmen. Und das finde ich schon ein bisschen beängstigend. Also, wie viel sollten wir überhaupt trinken, wenn wir 2 bis 3 Liter verbrauchen, aber durch die Nahrung auch was aufnehmen? Gesagt wird so, 1,5 bis 2 Liter sollte man trinken. Meiner Meinung nach ist das immer noch deutlich zu wenig, gerade wenn wir Sport betreiben. Je nachdem, wenn wir Sport betreiben, ich persönlich trinke beim Sport mindestens 1 Liter, wenn nicht sogar 1,5. Und ich weiß, dass es extrem schwierig ist, viel zu trinken. Es fällt vielen Leuten extrem schwer, viel zu trinken. Kann ich auch verstehen. Fällt mir auch schwer. Gerade bei der Arbeit oder in der Schule, man vergisst es einfach. Deswegen, was ich empfehlen kann, ist beispielsweise, wenn man morgens aufsteht, trinkt man einfach 2 Gläser. Dann hat man schon mal also 2 vernünftige Gläser und keine kurzen. Dann hat man schon mal 1/2 Liter weg. Dann geht man zur Schule, trinkt ganz normal, versucht mindestens 1/2 Liter zu trinken, dann bist du schon bei 1 Liter. Kommst du nach Hause, isst Mittag, trinkst wieder 2 Gläser, 1,5 Liter. Bam, hast du schon die Hälfte mindestens geschafft. Wenn du zum Sport fährst, funktioniert das meistens von ganz alleine. Da hat man automatisch Durst und trinkt und trinkt und trinkt. Dann ist man schon auf 2,5 Liter. Und abends zum Abendbrot, beziehungsweise bevor man schlafen geht, vielleicht nochmal so ein bisschen was trinken und dann kommt man noch ganz einfach auf seine 3 Liter. Setzt euch einfach feste Zeiten, wo ihr sagt, okay, da trinke ich mal eben 2 Gläser, weil 2 Gläser trinken ist keine Kunst. Das Problem ist,
Unser Körper signalisiert uns erst, dass wir Durst haben, wenn wir schon 0,5% unseres Wassers in uns verloren haben. Und allein das hat schon negative Auswirkungen auf unseren Körper. Zum einen, ich denke mal, das ist für jeden einleuchtend, wird unser Blut dicker. Das heißt, es kann nicht richtig fließen. Das heißt, unser ganzes Gehirn beispielsweise ist gar nicht richtig mit Strom bzw. mit Wasser versorgt. Dementsprechend haben wir eine Konzentrations- und Leistungsfähigkeit, die etwas eingeschränkt ist. Deswegen empfehle ich gerade, wenn ihr Prüfungen oder Tests habt, nehmt euch eine Wasserflasche mit und trinkt auch ordentlich. Auch vorher schon, damit euer Körper schön damit gespült ist. Natürlich ist es auch ein extrem wichtiger Faktor, wenn es ums Thema Haut geht. Und wenn unsere Haut austrocknet, ist das auch nicht unbedingt gerade förderlich. Und das will eigentlich, glaube ich, keiner von uns. Ich habe auch extrem trockene Haut, obwohl ich genug trinke. Das heißt, alle Faktoren, die hier gesagt werden oder alle negativen Sachen. Konzentrationsschwäche kann natürlich auch von tausend anderen Sachen kommen, aber das ist ein Punkt, den man zumindest schon mal beheben kann, weil Wasser ist, wie gesagt, für uns alle essentiell. Natürlich können auch unsere Schleimhäute, ETC, austrocknen. Das merken wir auch gar nicht so. Aber bereits bei 2% Wasserverlust hat das schon einen erheblichen Schaden, der in uns zurückzuführen ist. Und dadurch sind wir einfach viel anfälliger für Krankheiten, Viren und sowas in der Art. Also Leute, meiner Meinung nach immer viel trinken. Wie gesagt, als Tipp von mir, setzt euch einfach feste Zeiten. Sagt, okay, beim Sport trinke ich mindestens 1 Liter. Ich trinke einen halben Liter in der Schule. Ich kann morgens mal eben 2 Gläser trinken. Ich kann auch mittags mal eben 2 Gläser trinken und dann seid ihr schon safe. Das war eigentlich schon alles, was ich euch dazu sagen wollte zum Thema Wasser und Trinken. Natürlich könnte ich jetzt auch sagen, oh ja, Wasser besteht aus den Bestandteilen. Mineralwasser ist so und so. Wasser aus der Flasche ist so und so. Aus Plastikflaschen, aus Glasflaschen, direkt aus der Leitung. Aber das ist vielleicht auch mal für später mal ein Thema. Wenn es interessanter, wenn man mehr in die Materie reingeht. Aber ich denke, das ist erstmal so das Wichtigste, was meiner Meinung nach zumindest am wichtigsten ist, über das Wasser zu wissen. Genug trinken, weil, wie gesagt, es gibt so viele Sachen, die negativ auffallen, wenn man zu wenig trinkt. Eine kleine Idee noch mal eben. Wenn ihr jetzt beispielsweise in der Aufbauphase seid und ihr esst richtig viel und ihr macht viel Sport und wollt richtig aufbauen, dann müsst ihr auch viel trinken. Das vergisst man auch sehr gerne. Klar, wenn man viel isst, trinkt man auch meistens relativ viel. Allerdings war es bei mir nicht der Fall. Und da muss ich dann später noch extrem drauf achten. Gerade weil, ihr müsst euch mal vorstellen, die ganzen Nährstoffe, die in eurem Körper transportiert werden, die schmeißt euer Körper, der wirft die ja nicht hin und her. Die fließen ja alle durch euren Körper durch, die ganzen Nährstoffe. Das heißt, es bringt nichts, wenn ihr tausende Nährstoffe aufsammelt, aber euer Körper die überhaupt nicht verarbeiten kann, weil er zu wenig Flüssigkeit hat. Das heißt, wenn ihr wirklich was erreichen wollt, körperlich, dann müsst ihr viel trinken, damit die Nährstoffe in eurem Körper verteilt werden, weil sonst bringen euch die Nährstoffe nichts, wenn sie nicht an den Punkt kommen, wo sie gebraucht werden. Das war's schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt ein, zwei Tipps mitnehmen können. Wenn ja, lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, Leute.